ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch die Palette von, ich kann mich gar nicht entscheiden, Anastasia Beverly Hills wahrscheinlich ausprobieren. So sieht das gute Stück aus. Das ist die Modern Renaissance. Ich muss sagen, ich war immer so dagegen, weil sie einfach 50 Euro kostet und ich nicht genau weiß, ob ich sie brauche. Natürlich brauche ich sie nicht in meinem Leben. Aber vielleicht ist es einfach ja, was ganz, ganz Nettes, was mich einfach glücklich macht. Das sind ja meistens die kleinen Dinge im Leben, die einem glücklich machen. Und das wollte ich auch bei der. Ich teste auch gerade im Moment die Foundation von Fit Me. Die glowige hier, Luminous and Smooth, Fit Me. Ich bin gespannt, wie was die kann. Also bis jetzt bin ich relativ positiv überrascht. Ja. Schon alles eingepackt. Sollte man vielleicht danach machen. Also ich muss sagen, die Foundation gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Kann wirklich eine... Wenn ich sie abmattiert habe, dann geht's. Also dann fühle ich mich auch nicht ganz so ölig. Aber ich werde sie nochmal im Winter tragen. Manche Foundations funktionieren bei mir eher im Winter und manche eher besser im Sommer. So wie die P2, die habe ich im Frühling geliebt. Und zwar trage ich mir diesen Ton hier auf. Das ist so ein schöner, ja, ich finde Karamellton. Wie gut kann etwas pigmentiert sein? Ich bin immer sehr überrascht, dass etwas funktioniert, ohne dass man großartig sich Mühe gibt. Das merkt man schon. Klar, wenn man ein bisschen weniger Geld ausgibt, sag ich mal, dann kann man auch, es gibt auch gute Lidschatten, ja? Aber das ist so meistens eine 50-50-Chance. Es gibt auch nicht so gute Lidschatten im hochpreisigen Segment. Das sage ich gar nicht. Manche Farben funktionieren einfach nicht. Die kann man gar nicht so gut machen, wie man sie gerne vielleicht hätte. Ja, das sieht doch mal nett aus. Und hier ist auch ein Pinsel dabei, den ich durchaus benutzen werde. Allerdings nur für so eine To-Go-Tasche, denke ich. Mich interessiert auch dieses Lila. Ich muss mal meine Pinsel sauber machen. Das sind alles noch dreckig. Dieses, oder wir nehmen einfach dieses Braun hier. Das Dunkelbraun. Und tragen uns das. Oh, das ist sehr verdammt gut pigmentiert. Ich habe auch ein bisschen Angst. Seht ihr das? Und ich bin da nur zweimal reingedetscht. Und ich nehme immer das Pigment, was dann so rausgefallen ist. Und dupst da nochmal rein. Na klar, erwarte ich von einer Palette, dass sie das kann. 50 Euro. Es ist nicht so, dass ich das nicht erwarte. Das ist genau das, warum ich eine teure Palette kaufe, weil ich einfach mir nicht so viel Mühe geben muss, etwas hinzubekommen, das einfach funktioniert. Mit einem kleineren Pinsel. Aber es krümelt auch, ne? Wenn man dann seine Schluppis runterlässt, zack, ganz anderer Look, den man vorher hat. Ja, ich habe den ausdünnen lassen, er gefällt mir ein bisschen besser. Ich mag nämlich nicht, wenn der so fett war und das hat mir gar nicht so zugesagt. Ich gehe nochmal mit dem... Also mir gefallen wirklich viele Paletten von Anastasia, ich war aber immer ein bisschen zu geizig, ihr wisst. Ich habe erst 2018... damit angefangen oder diese, ich weiß es nicht, ob ich erst 2018 High-End so angefangen habe zu kaufen. Ich bin wieder da. Ich filme heute auch nicht mit Tageslicht, weil es nicht möglich ist, einfach weil die Lichtverhältnisse so dunkel sind. So an sich gefällt mir das ganz gut. Wir haben schon gut aufgebaut, wir haben schon gut verblenden können. Es ist meistens noch so Feinarbeiten wegen den Schlupflidern, dass man einfach dann geradeaus guckt und die beiden Augen einfach vergleicht. Weil ein Lid hängt oftmals weiter runter als das andere. Da muss man das halt für sich einfach
irgendwie herausfinden. Ich kann euch da auch keinen Tipp geben. Vielleicht ist ein Tipp, einfach gerade auszugucken und immer zu vergleichen, ob das gleich ist. Wisst ihr, und dann immer so ein bisschen arbeiten und dann, wenn es euch gefällt, dann ist es perfekt. Das wäre mein Tipp. Sehr, sehr gut, oder? So, dann können wir hier auch anfangen, einen Lidschatten drauf zu ballern. Und zwar, hier sind eins, zwei schimmernde. So, ich werde auch tatsächlich heute das Gold nehmen. Ich bin einfach ein Goldmädchen. Und packen wir das hier so drauf. Wow. Mein Pinsel ist nicht nass. Hier über den Übergang trage ich mir wahrscheinlich einen anderen noch auf, damit es einfach ja übergangstechnisch viel, viel schöner aussieht. Das sieht doch toll aus, oder? Mir sagt das total zu. Und dann nehme ich mir so ein dunkellila oder was das ist, braun mit roten Pigmenten und trage mir das hier so auf den Übergang. Ja, ich sehe aus wie ein normales Mädchen. Nicht zu kunterbunt. Das sind so Looks, die meinem Freund zum Beispiel lieber zusagen, wenn ich nicht wie ein kunterbunter Hund aussehe. Aber ich teste halt wahnsinnig gerne. Also, I love. Es hat einfach funktioniert. Klar kriegt man das auch mit günstigen Paletten hin. Aber es ist was Besonderes, wenn man es benutzt. Ja, es ist einfach was Besonderes. Und ich habe viel, viel davon und bin ganz glücklich. Ganz, ganz glücklich. So. Dann tragen wir uns ein bisschen Bronzer auf. Ich nehme immer den noch vom Bäcker. Und durch die Foundation sieht man auch ein paar noch Sommersprossen. Ich hatte letztes Mal das Problem, dass ich kurz meine Nase angefasst habe, und die Foundation dann so abging. Das ist natürlich ganz schlecht, weil das ist ja nicht Sinn der Sache. Oh, meine Augenbrauen hätte ich fast vergessen. Da benutze ich derzeitig von ColourPop. Nicht von ColourPop. Es ist zwar in ColourPop drin, aber es ist nicht das, was da ist. Oder wir können nochmal diesen Catrice-Stifter ausprobieren. Ich bin nicht so der Freund davon, denke ich. Es gefällt mir nicht ganz so gut, wie ich es mir. Ich habe gerade mit meiner Mama telefoniert. Und die hat auch starke Migräneanfälle. Ich bin jetzt da eigentlich raus. Ich kriege es oftmals, wenn ich einen Zug habe. Also wenn ich im Auto fahre und mein Fenster offen habe, vorher aber am Morgen geduscht habe, irgendwie. Aber die Ohrenärztin sagt, alles easy, alles gut, nichts kaputte Ohren. Und ich sag so, es fühlt sich aber jedes Mal an, als hätte ich eine Mittelohrentzündung. Und mir geht es dann richtig, richtig schlecht. Aber ich habe keine Probleme mit meinem Ohr. Ist so okay. Na dann, nein, ich würde mir diesen Stift um Gottes Willen nicht nochmal kaufen. Das ist ein einziges Geschmiere, sag ich dir. Das hätten sie vielleicht in so einer. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist nicht so mein Ding. Von mir kriegt es keine Kaufempfehlung. Mag ich nicht. Glaube ich jetzt den Lidschatten hin? Mein altbekannt, da benutze ich doch lieber Puder statt so ein Geschmiere.
Das wird ja niemals trocken, das bleibt immer dieses. Ja. Das ist eine Basis, sagen wir mal, für folgende Sachen dann einfach, wenn man was draufschmieren möchte. Aber sonst ist das nichts. So. Ich zoome euch natürlich auch wieder raus. Oh, wir können die Augenbrauen noch. Die untere Augenbrauenpartie noch highlighten. So, dann gehe ich hier in diesen hellen Ton rein und gehe dann noch so auf meine Augenbrauen. Und gehe noch mit diesen schimmernden Ton, diesen hellen, also wir haben ja das Goldene genommen, ich nehme diesen roséfarbenen und trage mir den in den Innenwinkel. Ja, dann ziehe ich mir einen Lidstrich und tusche meine Wimpern. Dann. Nee, 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 nee. Ich depp's das meistens. Dann wird das ganz, ganz nah am Wimpernkranz. Ich hoffe, es war irgendwie verständlich, was ich da mache. Damit ich das ganz genau. So, heute möchte ich einen neuen, oder was heißt neu? Ich habe das schon mit euch zusammen mal ausprobiert. Den Puma X Maybelline Highlighter benutzen. Der ist so, ja, verschieden farben sozusagen. Er hat einen lila Stich und ist irgendwie auch Gold und Roségold und keine Ahnung was. Ich habe mir auch schon meinen Blush aus meinem Projekt aufgetragen. Und ja. Ich muss sagen, dieser Look gefällt mir sehr, sehr gut. Es sieht frisch aus, es sieht aber nicht zu much aus. Also man kann so auch im Büro, denke ich, arbeiten gehen. Ne? Ein ganz softer, also die Palette ist wirklich sehr, sehr schön, was diese soften Looks angeht. Ich habe sie schon eingesaut. Da. Ja, wirklich tolle Ausprobierpalette. Für jeden was dabei, denke ich. Sieht es aus und ja, ich kann durchaus so aus dem Haus gehen. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Auf den Lippen trage ich aktuell diesen Butterstick von Essence. Den finde ich richtig gut. Die gibt es aktuell, glaube ich, aber nicht. Aber meine Liebsten waren von Astor. Die sind immer noch meine Liebsten und ja, ich wollte den einfach nur platt machen, weil der eigentlich ganz gut aussieht. Ja, der Look ist fertig. Auch der Highlighter gefällt mir ganz gut, ist nicht ganz so. Es ist schon stark, aber ich würde nicht sagen wie der Mary Luminizer gestern. Der hat echt Bam in your face gegeben. Und ja, so sieht es aus. Und ich denke, durchaus ganz, ganz nett. Man kann verschiedene Frisuren mit dieser Frisur machen. Was sagt ihr dazu? Würdet ihr die Modern Renaissance euch gönnen oder ihr sagt ihr, nee, lieber eine andere? Und welche? Das dürft ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben oder mich bei Instagram verlinken. Ja, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!